und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Need for Speed Most Wanted mit uns, den Funky Junkies. Wir sind heute im Maserati MC, da fehlte noch was, Stradale. Der Sound gefällt mir. Dann wollen wir mal gucken, mit dem haben wir noch keine Rennen gemacht. Wir machen immer so hier, wenn wir ein Auto finden, machen wir ein neues Rennen. Am ersten easy, weil easy halt eventuell für später benötigt wird. Und da wir mit dem Auto noch nicht gefahren haben, ist das, denke ich, auch ein guter Einstieg, sich das mit dem mit den Begebenheiten des Autos so ein bisschen vertraut zu machen. Get out of my way. Du hast eine Laterne umgefahren. Ja. Böse Junge. Und ich will noch eine. Es gibt heute keine Dose Chappi. Noch eine. Was? Chappi? Was ist das denn wieder? Dieses Hundefutter, glaube ich. Und kein Sack Reis diese Woche. Kein Sack Reis diese Woche. Ja, jetzt muss ohne Reis auskommen, ne? Ohne Beilage. Du machst mich noch zum schlechten Autofahrer, wenn du mir solche Witze erzählst. Oder solche lustigen Sachen erzählst. Ja, ich rede vom Autofahren ab. Weil ich praktische Prüfung mache. Praktische Prüfung. Nicht die Prüfung, sondern die Fahrstunde. Och, Polizisten. Das könnte, glaube ich, gut sein, dass ich vor dir fertig bin, oder? Vermutlich, weil du einen Crashkurs machst. Und ich hätte eigentlich auch einen Crashkurs machen müssen, das war mein Fehler. Na, aber mit Schule, das geht ja nicht. Bei Crashkurs bist du irgendwie 4-5 Tage die Woche. Nein, das wäre dann ja auch, wie heißt noch? Ferienfahrschule. Ferienfahrschule gewesen. Achso, ja, im Sommer, ne? Ja. Aber das habe ich ja verpasst. Gibt es auch bestimmte Einstiegspunkte dafür? Kaspersky! Fickt euch! Ich hab euch nicht mal mehr installiert, ihr Schwachmaten! Wollt ihr mich verkackeiern? Kaspersky, ich weiß nicht, ob es aufgenommen wurde. Kaspersky, ihr verfickten, verkackten, verhurnten Pisskinder! Ich hab euch deinstalliert! Ich hab ein Powerful Deinstall gemacht! Und ihr fickt einfach diese verfickte Aufnahme, ihr verfickten Hurensöhne! Boah, ihr könnt mich mal so von am. Oh, am Anus Homunculus lecken. Toni 2.0. Gott! Dass doch immer so eine Rotze bei Aufnahmen passieren muss. Technische Probleme. Ich glaube, ich krieg so viel, ihr lamentierten. Oh, Salafisten, meine Güte. Ich werde bei einer anderen Festung nicht nachsehen. Das ist ja noch ganz. Nein. Ja, mit Analfisten kennt sich ja bestens aus. Nee, leider nicht. Noch nicht. Ja, Speedrun, ich überhöre das mal. Geht das überhaupt? Ist das was möglich? Physikalisch? Was? Analfisten? Physikalisch vielleicht nicht, aber anatomisch. Meine ich. So, wir sehen Container und die rosten und ich habe keine Ahnung, was mit unserem Auto zu tun hat. Ich war ja in dem Rennen. Endlich mal vorbei. So, offenbar müssen wir ein Durchschnittsspeed-Rennen, ein Durchschnittsspeed haben. Ja, von 160. 160, alles klar. Gesundheit. Danke. Mit dem bisschen läuft durchs Ziel kommen, so, oder? Weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen. Also, das hätten wir ja schon längst erreicht. Ich glaube, unser Durchschnitt. Ja, also, wir sollten mit dem Average Speed halt wahrscheinlich dann ins Ziel fahren. Das heißt, wenn wir erst die 3 Kilometer fertig haben, dann sollten wir über 160 sein für Gold. Und ich denke mal, das ist durchaus machbar. Ich bin der Weihnachtsmann im Sommer. Im Sommer gleich, ja. Ja. Ich bin der Weihnachtsmann in der Badehose. Und ich bade gerne mit meiner Quietsche-Ente. Und die ist rot? Ja, und sie hat eine rote Nase, in der Tat. Woher wussten Sie das? Filmen Sie mich heimlich? Nee, ich bade auch in Ihrer Badehose.
Achso, wir sind hier oben mit der. Ach, daher kenne ich die Nase. Wieso? Ich habe keine Nase. Da habe ich jetzt gerade mal nicht auf die Straße geguckt. Ja, so auf dem halben Auge und 184,7. Ich möchte auch 0,7 haben, da ich sie. Wuhu! Offroad-Tires haben wir. Offroad-Tires und Nitro. Boost! Boost! Was bedeutet das SL? Das ist das für. What the fuck? Ist das für Dingsen? Das war's. Ich hab's so schnell überlesen. Da war ein SL. Warte. Ja. SL 0. Speed Limit. Keine Ahnung. I don't know. Ich hab's irgendwie nicht so richtig beachtet. Vielleicht online? Geht das überhaupt online, das Spiel hier? Ja. Ah, dann wird's das wahrscheinlich sein. Das ist auch so eine beautiful Grafik, finde ich. Und die Autos sind, glaube ich, sogar besser, sehen besser aus als bei GTA. Weißt du was? Ich mache jetzt das Rennen. Okay. Das ist ein Medium-Rennen. Ich brauche mal ein bisschen mehr Challenge, glaube ich, habe ich das Gefühl. Ja. War das über Burnout? Was? Ja, bei Burnout brauche ich mal meine wirkliche Challenge. Da ist ja wirklich fast nichts eine Challenge für mich. Weder Party, Burnout Party, noch Story-Modus übersehen. Warum sind die nicht bei hier Mülltonnen aufgestellt? Eigentlich auch nicht. Ja, warum? Diese Mülltonnen. Das sind so weiche Wasserdinger. Findest du überall in Amerika, auf amerikanischen Intersections. Ja, wie Wasserdinger. Ich weiß nicht genau, was die wirklich bewirken sollen. Damit halt der Schaden von den Autos, von den zivilen Autos, wenn sie da reingecrashed werden oder so, glaube ich, abgefangen wird. Glaube ich. Das ist eine logische Erklärung. Ja. Das wäre eine logisch-amerikanische Erklärung. Genau. Weil die wissen, dass sie schlechte Autofahrer haben. Guck mal, hier, es ist ein Medium, aber das ist grün. Entschuldigung, ich weiß warum. Weil es halt, weil jedes Rennen grün markiert wird. Park and Country. Long Gears first and reinforced chassis for the second. Okay. Gehärtete Rahmen. Let's get ready. Let's get ready, let's get ready, let's get ready. Race, Schuse, Triumphbogen. I don't know. Auf alle Fälle sind wir mit ungefähr 6 Fahrzeugen unterwegs als Gegner. Oh mein Gott. Und die Cops sind hinter uns her. Die Cops, die habe ich ganz so lieb. Piep, piep, piep. Ist das ein Rundenrennen? Nee. Wäre sein können. Ach, wir haben ja Boost, ganz vergessen. Ich sollte ja noch nicht einbinden, weil. Und wir ja aktuell noch so ein Parcours fahren. Ich glaube, wir fahren im Park. Wir fahren durch in dem Park. Ja, ja. Also bei den Kurven, nicht um ein bisschen die Kurve rauszuholen. So, anzufahren. Bye bye. Have a great time. Ich brauche dich gar nicht slam. Cops sind überhaupt. Wie können die Cops uns sehen? Die sind doch voll am Arsch der Welt. Oh, SWAT-Team. Die Autos hier sind auch stabil gebaut. Lambo, ne? Ist glaube ich ein Lambo, ne? Also in echt. Lambos sind ja eigentlich nicht so wirklich. Sind schnell, aber sind halt auch leicht gebaut. Ansonsten sind wir nicht so schnell. Ich meine, wir haben Maserati, die erst. Zwar schnell, aber glaube ich etwas slam-tauglicher gebaut als ein Lamborghini Gallardo. Wir haben noch 4 Kilometer. Wir werden von Cops überholt, das ist erstmal uninteressant. Die Cops, ey, die haben mehr als nur Nitro.
Oh, what the fuck? Jetzt sind wir wieder Vierter. Don't slam me into that, please. What's the big fucking deal? What? Don't fuck with Frank. Just. Okay, Zweiter. Da vorne sehe ich den Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Jetzt sagen, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne. Oh, ich krieg den. Oh, das war ein Gegenwesterverkehr, ein bisschen riskant. Gerade für so einen Kopf? Nein, für dich. Ich bin doch ein Kopf. Ich bin noch Fahrradreden gesetzt. 400 Meter, ich wiederhole 400 Meter. Das ist Crash in den Gegenverkehr. Das ist... Oh! Das war, da fehlt ja nicht viel. Ich habe den anderen noch im Ziel kommen sehen. Hm. Oh, Erster. Increases top speed, also die long gears, und reduces damage taken from impacts. Hm. Ja, würde ich mal sagen, equippen wir, ne? Ich würde mal sagen, das finde ich echt geil. Italienische Höchstklasse. Italienische Elite. Ja, jetzt müssen wir noch vor den Cops ankommen. As always! Ist ja ein bisschen so hier der. Das Event. So muss das. Jawohl. Schaffe ich das? Nee, schaffe ich nicht. Oh, das ist ein Auto. Gut zu wissen, das muss ich merken. Ich springe mal hinterher. Haha! Ja, Meet Level von 4. Ich will jetzt mal ein Auto sehen. Deswegen warte ich erstmal hier. In der Hoffnung, dass wir kurz mal sehen. Oh oh. Scheiße. Wie können wir einen sehen? Ey, das ist so unnormal. Er ist reingefahren hier. Der war hinter dir. Ja, gut. Aber die anderen wussten das ja auch schon. Das ist so surreal. Das Spiel ist aber zu Macht auszulassen. Über Pursuit, ey. Spiel ich jetzt nicht mehr. Nicht? Ja, das ist absolut. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur raushaben. Ich wollte noch nicht mehr das Spiel spielen. Frag, wie kann man so ein Spiel machen? Wollen wir mal letzte. Hier. Naja. Jetzt, was lustig wäre, dass ich jetzt 4 Cops hinter mir, wenn ich jetzt einfach schon drehen würde. Ach, Scheiße, die machen das. Och nein, jetzt bin ich Bastard, wollte mich verarschen. Oh, schlimmste ever. Ich weiß aber einfach, ob wir noch ein Auto bekommen, was wir noch nicht gefunden haben. Allerdings. Wir sind einfach so wieder freigekommen. Ja, allerdings das Problem ist, wir sind jetzt wieder hier. Ich muss noch was auf der Map gucken, wo es ungefähr ist. Muss ich denn jetzt nochmal machen, oder wie? Nein, nein. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Hör mal drauf. Es könnte. Ich weiß echt nicht, wo es ist. Wir sind irgendwo in den Bergen. Irgendwo hier, würde ich sagen, ne? Ja. Ich mache einfach mal eine Destination dahin. Fahre aber
Ich versuche nochmal das Auto hier jetzt noch zu bekommen. Ich fahre aber geradeaus weiter. Wir geben jetzt Vollgas. Ja. Kein Knallgas. Ja, und wir passen auf, dass uns die Cops nicht bekommen. Nein, das will ich jetzt gar nicht. Das würde mir gerade den letzten Nerv geben. Da die Episode, die 11. ja schon so gut wie vorbei ist und ich dachte, wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir die Family Junk sind. Doch, das haben wir gesagt. Gut. Immer wenn wir schon vorher was aufgenommen haben, weiß ich nicht, ob ich schon das gesagt habe, immer noch nicht. Wir wollen eine Checkliste machen, das machen wir sinnlos, sinnlos. Begrüßung, check. Aufnahme gestartet, check. Bild da, uncheck. Die Frage ist, die Frage eine korrekte Frage ist. Crash Compilation. Du sollst auch nicht so langweilig haben, ne? Ja, ich werde es wieder vergessen. Ich muss ganz viel Sport morgen noch machen, weil du mich zu spät aufgestanden hast. Das ist ein Telefon. Ne? Oh. Ja, trainieren und so. Aber meine Mutter will mir die Tablet da nicht geben. Deswegen kann ich nicht gut trainieren. Ich muss mein Laptop immer rumschleppen. Lol. Manche machen ja so richtig aufwendiges Training, alles durch geplant, solche Monatsplan oder Jahresplan, was die wann trainieren, mit Nahrungsaufnahme und all sowas. Kann man machen. Ja, kann man machen. Ist ja umgestritten. Ich habe ja dieses Buch Fit ohne Geräte. Und wenn ich mich recht entsinne, kopp, sind wir in diese Richtung gefahren. Aber nicht auf die Richtung. Oder auch in eine andere Richtung? Nee. Wir sind nach links hochgefahren, oder nicht? Andersrum? Ja, wir sind ja im Gegenverkehr gefahren. Nein, es ist egal. Ich meine nur, ob wir jetzt von da hinten gekommen sind oder ob wir jetzt nach rechts fahren. Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Ich kann eins sagen, wir werden es gleich sehen. Da ist schon mal ein Auto, aber das meinte ich nicht. Hier haben wir einen Ford. Den nehmen wir einfach, ist egal. Den anderen kriegen wir auch nochmal später. Also, das war die 11. Folge. Checkt. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn wir im Ford Focus RS 500 durch die Gegend cruisen. Wir, das sind die Funky Junkies und ja. Weg da. Und ja. Ich würde mal sagen, bis denn und wir sehen uns in der nächsten. Alles klar, wir haben Vorderradantrieb. Gibt's sowas überhaupt? Ja. Was das war. Oh, das ist cool. Und wir werden die Gegend vielleicht aus erkunden, wenn ich es nicht vergessen habe. Ich brauche Euro-Paletten für den Gartenteich. Echt? Warum das? Wir wollen nur einen Steg bauen, ein bisschen so eine Sitzgelegenheit halt davor, im Teich. Irgendwie auch noch die kaputt gemacht, weil die mal ordentlich war morsch und so. Dann bis nächste Woche, ne? Jo. Tschö. Ciao.